Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Genau, eine weitere Folge von The Bard's Tale für die originale Microsoft Xbox. Und wir sind bei Teil 7 angelangt. Jo, Teil 6, was haben wir gemacht? Wir in Kirkwall haben wir ja quasi weitergemacht ein wenig, weil da war ja die Sache, wo die eine Bauerstochter uns unbedingt heiraten wollten, dann ihren Lover oder was auch immer links liegen gelassen hat, oder der eigentlich auserwählt war, sie zu heiraten. Fangen wir mal so an, halt eben. Und wir sind ja dann zurück in die Schenke gegangen, haben mit ihm geredet und ich habe in dieser Situation, ich habe die freundliche Variante genommen und habe Mut zugesprochen. Und ich habe noch gesagt von wegen, jetzt kommt gleich ein Faustkampf und der muss mir eine auflegen und das war's. Ich bilde mir ein, hätte ich die neckische Variante oder sarkastische Variante genommen, dann hätte ich ihm so lange gestichelt, bis er einmal herhaut. Und dann wäre diese Szene gewesen, die ich noch im Kopf gehabt habe. Ist nur eine Theorie von mir. Ich glaube nämlich, dass das wirklich so ist. Auf jeden Fall, wir haben ihm Mut angeredet und haben ihm gesagt von wegen, hey, wenn du die alte haben willst, dann nimmst du einfach, das würde die Frau, das erwartet diese Frau von dir, was auch immer. Und haben wir halt eben das Ganze mit Quasseln halt eben beendet gehabt. Und unsere nächste Aufgabe wäre es ja, dass wir die Glocke bekommen. Die Glocke bekommen wir, wenn wir diesen ein Gaul, also die Glocke wurde einem widerspenstigen Gaul, sage ich jetzt mal, oder Pferd umgehängt und wir haben quasi die Erlaubnis vom Besitzer dieses Tiers, halt eben von den Bauern, dass wir diese Glocke holen, die wir brauchen für dieses und so Ritual. So gründete der Barde mit dem nächstbesten Bauernmädchen, Nein. das er traf, eine Familie. Nein. Verdiente sein Geld mit dem Ausmisten der Ställe und zog sechs dazwischen. Kinder groß. Ja, soweit wären wir nur, ich will das noch nicht machen. Deswegen habe ich ja dann das Ganze mit Finstown gemacht. Finstown, diese Stadt von wegen, wo wir hingehen sollten, weil uns die Bewohner von Finstown unbedingt noch eine Belohnung geben wollen, wo wir dann festgestellt haben, dass wir in der Vergangenheit irgendwo ein Tor geöffnet haben und durch dieses Tor ist ein riesiger Drache entfleucht. Und dieser Drache hat Finstown attackiert und oder zumindest angegriffen halt eben. Und nach diesem Angriff konnten die Wikinger, die ganze Zeit versucht haben, diese Stadt zu erobern, quasi einmarschieren. Und seitdem her ist diese Stadt halt eben unterjocht von den Wikingern. Und deswegen sind die Stadtleute da jetzt nicht gut auf uns zu sprechen, was nachvollziehbar ist. Gut, auf jeden Fall, hier haben wir geendet quasi. Wir haben ja auch schon da mit dem Häuptling gequatscht gehabt und sowas und wir sind der große Held für die Wikinger, weil wir Erna den Schlüssel zur Stadt gegeben haben, wenn man so will. Und wie gesagt, hier haben wir geendet. Gut, was mir ja auch aufgefallen ist, war ja das, dass da drinnen halt eben ist ein Händler. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Wikinger-Händler wirklich ist oder nicht, aber halt eben ein Händler ist da drinnen. Und ich habe es noch in der letzten Folge gesagt, ich bilde mir ein, das war in der letzten Folge, dass wenn wir die Stadt befreien, dass der nicht mehr dort ist. Jetzt glaube ich, der wäre nachher auch noch da. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist das, dass ich zwischen der letzten Folge und dieser Folge die Zeit gefunden habe, dass ich mit meinem Baden erstens das mit den Fässern noch einige Dutzend Male gemacht habe und dass ich dauernd hin und her gegangen bin zwischen Finstown und Hutton. Und immer wieder die Stadtbevölkerung draußen massakriert habe, damit ich levele. Weil nämlich, gehen wir da kurz rein, ich bin jetzt da auf Stufe 13. Ich glaube, wie wir geendet haben in der letzten Folge, war ich auf Stufe 9. Die ganzen Punkte, durch das ganze Leveln, die Punkte, die ich verteilt war ein Punkt, weiß ich noch, habe ich auf Charisma gegeben, einen Punkt habe ich mal auf Rhythmusgefühl gegeben. Und ich glaube, einen Punkt habe ich auf Geschicklichkeit gegeben. Den Rest habe ich alles in Glück reingepulvert. Und das hat sich irrsinnig bezahlt gemacht, weil ich habe schon gemerkt gehabt, weil wir in der letzten Folge war ich noch auf Glück 8, wie ich nur ein einziges Mal gesteigert habe und die zwei Punkte auf Glück reingepfeffert habe,
mir ist aufgefallen, Punkt 1, und das ist wirklich also viel wert, ist, dass vorher die Stadtleute, was ich da draußen halt eben auf dem Weg zu dieser Stadt Finstown halt eben, die ich dort massakriert habe, jeder dritte, vierte hat irgendwas verloren. Mit Glück 10 hat auf einmal jeder was verloren oder mindestens jeder zweite und teilweise die Ursachen, weil eben die verlieren ja irgendeinen Messingring, irgendein Geldbeutel mit 1 bis 5 Silberstücke halt eben, aber sie verlieren auch hier und da, weil es Bogenschützen sind, einen Bogen und der Bogen alleine, der ist dann 36, 39 Silberstücke wert und das hat schon viel ausgemacht, plus zusätzlich durch das Glück, also das sind die zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Erstens mal durch Glück halt eben verlieren die Gegner viel mehr und bessere Gegenstände, die dann halt eben für dich als Geld wieder umgewandelt werden, weil du kriegst ja keine extra Items oder was, sondern die kannst du speziell kaufen irgendwo oder du findest das speziell in einer eben in einer speziellen Truhe oder was, in einer Ruine oder halt eben in einer Stadt, was auch immer. Und das Zweite, was das Glück auch noch gebracht hat, ist das, dass du öfters kritische Treffer landest und halt eben, dass du generell durch Glück mehr Schaden machst. Das ist mir auch aufgefallen. Und was auch noch dazu gekommen ist, war zweimal zwei neue Talente konnte ich mal leisten. Das eine war der bessere kritische Treffer. Die Chance, einen kritischen Treffer zu landen, erhöht sich. Außerdem verursacht der Treffer mehr Schaden. Genau. Und das Zweite, was ich mir dabei geholt habe, ist das. Der Barde wird automatisch mit seinem Schild zuschlagen, nachdem er einen Angriff abgewehrt hat. Und seinen Gegner so betäuben. Was ja cool ist, weil ich habe ja von Haus aus schon ein Schild. Und also wenn ich in Nahkampf wirklich gehe, habe ich Schwert und Schild. Und jetzt haben wir habe ich einiges an Dingen halt eben, an Stufen und geldtechnisch. Also fast 18.000 Silberlinge habe ich jetzt da. Damit will ich jetzt einkaufen gehen und damit können wir jetzt endlich rein starten in diese neue Folge und ich bin schon Feuer und Flamme alleine beim Geld ausgeben. So, also dann gehen wir eine. Ich werde mir nicht alles kaufen können, das nicht, aber es gibt ein paar Sachen, die will ich unbedingt haben, wenn wir schon mal hier sind. Willkommen, mein Freund. Wie kann ich euch helfen? Zeigt mir eure Rüstung. Ich biete erstklassige Rüstungen. Ja, also wenn schon, dann gehen wir gleich einmal aufs Stärkere. Mit ihnen wird selbst der größte Hasenfuß zum furchtlosen Kämpfer. Schauen wir uns das gute Stück doch einmal genauer an. Oh, zu dieser Rüstung muss ich euch etwas erzählen. Na dann erzähl. Da war diese Kriegerprinzessin. Und sie und ich, wir spielen also ein bisschen Karten. Und dann setze ich meine Buchse gegen ihren Panzer. Und ratet mal, wer gewonnen hat. Bin fast umgekippt, als sie sich aus dem Ding gepellt hat. Ah, das waren noch Zeiten. Das ließ die Dame dann halbnackt oder ganz nackt nach Hause gehen. Was für ein Kavalier. So, das will ich auf jeden Fall gleich mal haben. Wir sind uns einig. Ich nehme und das gut. Immerhin finde ich auch cool, du kriegst ja ein bisschen Geld wieder zurück von den Sachen, was du gehabt hast. Zu einem Kartenspielchen. Ich interessiere mich für Bögen. Ein Bogen gilt als wenig ehrenhafte Waffe. Ist mal wurscht. Aber er ist bestens dazu geeignet, einem flüchtenden Gegner etwas mit auf den Weg zu geben. Ja, bei mir flüchten ja eh alle Gegner, also passt das schon. Das nenne ich einen Bogen. In den habe ich mich auf Anhieb verliebt, wirklich. Der Besitzer wollte sich nicht von ihm trennen, also musste ich ihm meine Kinder dafür lassen. Naja, zwei davon immerhin. Ein schönes Stück. Okay, das kaufen wir auf jeden Fall. Genau danach hatte ich gesucht. Alter, solltet ihr je meine Kinder treffen, sagt ihnen bitte, wie sehr euch der Bogen gefällt. Das würde ihnen viel bedeuten. Kann ich mir vorstellen, bei dem Papa. So, pass auf, wir haben noch 9.000. Was könnt ihr mir an Schilden und Rüstungen anbieten? Ich biete erstklassige Rüstungen feil. Mit ihnen wird selbst der größte Hasenfuß zum furchtlosen Kämpfer. Ja, Schild der Heilung hört sich wirklich geil an. Wobei, ich finde optisch gefällt mir das Drachenschild eigentlich mehr. Pass auf, warte mal, 4.250, da bleiben wir uns 5.600. Nein, noch. Ich wäre an einer neuen Nahkampfwaffe interessiert. Was sonst noch für haben, einen da. Echten Krieger zählt nur der Kampf Mann gegen Mann. Selbst der blutrünstigste Wikinger wäre mit diesen Waffen zufrieden.
meine, das ist. Die würde ich mir gerne holen. Ja, ist ja wurscht. Das hier sieht interessant aus. Das Ding habe ich von einem Zwerg aus dem Süden. Musste lediglich zwei Rechtsgelehrte des Königs dafür köpfen. Echter Schnäppchenpreis für ein so schönes Stück. Ja, nehm mal. Ich nehme das Ding. Vergesst nicht, wirkt besonders gut gegen Gauner und Galgenvögel, Halunken und Halsabschneider, Kurpfuscher und Quacksalber, Landstreicher und liederliche Lumpen, Marktschreier und Meuchelmörder, Schurken, Scharlatane, Strauchdiebe sowie sonstige Schwernöter sämtlicher Schattierungen. Ich hört auf, mir zu schmeicheln. Ich biete Erstklasse. Ja, das nimmer. Das hier sieht interessant aus. Dieser Targ-Schild wurde zusammen mit einem alten Krieger bestattet. Die Legende besagt, der Krieger sei über 200 Jahre alt geworden, weil der Schild ihn sogar vor Gevatter Tod persönlich schützte. Wenn der so toll ist, der Schild, warum ist er dann tot? Alter, das gibt's doch nicht. Das war aufgelegt erst, das Zitat. Wenn der so klug war, warum ist er dann tot? Wenn der Schild so magisch war, warum ist er dann tot? Genau danach hatte ich gesucht. Verkauft. So, pass jetzt auf, 2003 noch drei und schon habt ihr den hübschesten Satz Räder im ganzen Land. Ja. Zeigt mir eure Schwerter und Keulen. Für einen echten Krieg. Ich möchte mir noch etwas anderes ansehen. Auf Wiedersehen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit und können es nachher noch kaufen. So, pass auf. Wir müssen ja, was ich weiß, müssen wir draußen den Krieg anfangen oder halt eben den Streit müssen wir draußen anfangen. Den können wir da herinnen nicht machen, weil da sind wir gleich Meier. Also, sind wir nicht gleich Meier, aber ich glaube einfach nicht, dass drinnen geht. Ja, Feuerpfeile! Wen haben wir jetzt gerade angeführt? Okay, können wir den anschießen? Na, geht nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir den so attackieren können. Sind die Stadtbewohner noch da draußen? Warum greifen die nicht endlich an? Achso, schön. Sind die Stadtbewohner noch da draußen? Warum greifen die nicht endlich an? Wir könnten eine ordentliche Schlägerei gebrauchen. Gut, gespeichert habe ich ja jetzt gerade. Aber eben, man sieht schon, das ist ziemlich cool. Also erstens mal Flammenpfeile, weil auf das habe ich eh schon die ganze Zeit gewartet, dass wir Flammenpfeile haben. Das Schild leuchtet magisch. Genau, so macht man ja das. Und eben den Betäuberschlag machen wir auch. Und das Schwert ist auch magisch. Also wir machen uns langsam. Gut, die Dinger lassen wir da weil einmal außen vor. Das einzige Problem ist, dass... Ja, ich kann euch nicht helfen. Zurzeit noch nicht. Geht ihr freiwillig oder müssen wir nachhelfen? Ja, ich muss zur Geht Tür Geht ihr gehen. Freiwillig oder müssen wir Hier nachhelfen? Hier drüben, Männer! Es gibt Ärger! Jetzt muss man nur schauen, dass ich wegkomme von da. Dass ich die Dinger wieder... Und ich muss in der Gegend bleiben, das kommt auch noch dazu. Pass auf, nehmen wir die Donnerspinne. So, einen Hammer. Ich sag dir, einen Hammer. Eieiei. Ist halt eben blöd, dass ich die ganzen Dinger da lassen muss. Super, die helfen mir gar nichts. Wow. Okay, jetzt muss ich aber ein bisschen wieder... Ja, Ramses, der... Leibwächter, hol ich mir mal den. Ich weiß nicht, was der kann. Ich stehe zu eurer Verfügung, Sir. Eieiei. Ei.
Sehr gut. Ja, Ramses, du hast dich tapfer geschlagen. Mein Guter. So, pass auf, theoretisch müsst doch... Ah, jetzt können wir mit dem quatschen einmal. Blöd ist... Lasst den Barden hochleben, euren neuen Helden. Ihr könnt von Glück reden, dass wir euch überhaupt leben lassen. Noch dazu hoch. Nach allem, was ihr uns angetan habt. Aber sei's drum, wir brauchen eure Hilfe. Der Feind hat Verstärkung angefordert, mehr als ihr allein bewältigen könnt. Aber mit eurer Magie und eurer Hilfe können wir sie schlagen. Ich mache das Tor auf, aber benehmt euch gefälligst, sonst ist es im Nu wieder zu. Vielleicht seid ihr ja doch ein guter Kerl. Befreit uns und wir kämpfen an eurer Seite. So, ja, die reden von Ding. So, wir schauen mal, dass wir die Stadt... nein! Wir gehen immer auf die depperten Fässer. Dir geht's wieder gut. Haha! So macht das der Bade. Der beste Platz in einem Gefecht ist die Ferne. So, einzige Problem, was ich habe, ist, dass die Donnerspinne... Da wäre schon fast gescheiter, wenn ich wieder das Ding nehme. Werde euch verzaubern. Die Wikinger sind wenigstens ein großes Ziel. Das kann man, da kann man nicht allzu viel daneben schießen. No? Oder doch? Ich heile. Jetzt haben wir ihn. Wie gesagt, ich mache das über die Karte halt eben, dass ich immer weiß, wo ich hinschieße, für den Fall der Fälle, das ist das noch. Ich habe es aber eh schon einmal erwähnt gehabt. Dass das nicht immer genau ist, habe ich auch schon oft gemerkt. Naja, das war da nix. Das war auch nix. Gehen wir mal kurz... Nein, das war blöd. Dankeschön. Könnten eigentlich attackieren, aber ist ja wurscht. Ich bin schneller. Okay, Burschen, kommt's. Wir gehen alle mal da rein. Ja, da ist schon wieder einer. Die Heilerin ganz vorn als Tank, klar. Das. Na, der Typ hält jetzt aber. Die halten jetzt doch schon ein bisschen mehr aus, kommt mir vor. Wow, da ist noch einer. Meine drei Leibwächter da. Guter Junge. Danke, Ramses. Kampfsau und er... eine kleine Kampfsau und er tut es für mich auch noch zusätzlich Geld verdienen. Das ist ja ziemlich cool. Nicht. Aber jetzt. Okay, der ist verbrannt wahrscheinlich. Das wird es gewesen sein. Okay.
Burschen, warte, wir müssen keinen Frontalangriff machen, das zahlt sich nicht aus. Das einzige Problem, was wir nachher haben werden, ist dies, dass wir ins Ding reingehen müssen. Und der Kampf wird sicherlich lustig. Also dort, wo der König, der... Ach du Heilige, es sind so viele. Es dauert halt eben lang, die Variante, wie ich das mache. Aber dafür liefere ich, wie sagt man das? Resultate, genau. Und was ja auch super ist, dadurch, dass die Pfeile durchgehend sind, triffst du auch das Ziel dahinter, wurscht wer es ist. Puh. Sehr gut. Meine Heilerin hält kräftig durch die Gegend, das passt. Ich nehme mal an, das soll der Blutrosch sein, in den sie sich versetzen. Nimm das! Guter Hund. Was? So, was hat man? Ja, danke, Ramses. Ja, der Blutrosch hilft nicht viel, wenn man in der Ferne steht, ne? So, ich weiß jetzt nicht, da gehen wir noch nicht rein. Das wird ein kurzes, heftiges Gemetzel, das weiß ich jetzt schon. Falls wir draußen jetzt noch zufällig ein Stehen sehen. Ja, es ist blöd, ich darf nicht speichern. Oh oh. So. Da dürft ihr euch frei in meiner Stadt bewegen und ihr dankt es mir, indem ihr meine Geiseln befreit. Okay, ich glaube. Worauf wartet ihr? Greift mich schon an! Blöd ist es, ich muss abhauen. Ich kann keinen Frontalkampf mit denen machen. Das geht einfach nicht. Ich muss gerade meine... Ja, Ramses, ich hol dich dann wieder. Es tut mir leid. Zum Glück ist er unbesiegbar. Aber ich habe auch noch nicht die richtigen Zauber. Also ich habe noch nicht die richtigen Zauberwesen. Die Heilerin ist super. Die ist mördermäßig geil halt eben. Die hilft da so viel. Aber ich habe noch keine Kämpfer. Und genau das ist mein Problem. So, pass auf. Ich werde sogar noch einmal den Leibwächter holen. Ich stehe zu euren Diensten. So, es ist nicht das Seidenbad gewesen. Irgendwann werden wir schon erwischen. Das ist das Gute, wenn so viele auf einem Haufen stehen. Wir erwischen Seitenbart gerade. Scheiße.
scheint ja ein ganz nettes Kerlchen zu sein, aber halt eben, wie gesagt, ich kann ihn dabei gerade nicht brauchen und ich helfe jetzt den... Aus irgendeinem Grund haben wir... Ja, die blöden Fässer, das ist Staatsfeind Nummer 1, gell? Jetzt da. Ich werde mich dann höchstwahrscheinlich noch zum Schluss in den Nahkampf trauen, aber jetzt gerade noch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe Angst vor dem Typen. Ach was. Tschakka. Ja. Schaden machen wir aber keinen, das ist unglaublich. Na, endlich. So. Gut. Nee. Pass auf, dann will ich mal. Wir haben zwei Sachen eigentlich. Wir haben unten dieses eine Gebäude. Und wir haben oben jetzt das, wo er drinnen war. Und halt eben die, theoretisch die Taverne hätten wir jetzt auch noch. Aber ich will einmal da reinschauen. Waffenkammer. Hallo, Karl? Alles in Ordnung bei euch? Snorri, seid ihr das? Hey, macht auf, ich bring euch Bier. Bier? Warum sagt ihr das denn jetzt erst? Ja, ich glaube, wir werden hier mit einigen noch kämpfen müssen. Ja. Wo ist das Bier? Oh, er hat Snorri und Karl umgebracht. Zurück. Ich werde ihn aufspießen. Den Teufel werdet ihr. Ich hab ihn hier reingelockt. Reingelockt? Er hat euch rausgelockt. Ihr wolltet bloß das Bier. Wollte ich nicht. Ha, ihr habt immer bloß Bier in der Birne. Hab ich nicht. Ein leichtes Dessertweinchen ist auch nicht zu verachten. Besonders zum Obst. Ihr dürft jetzt beide den Mund halten. Gut, ich mach mal's kurz. Also auch nicht, ich hasse Fässer. Und wieder bin ich siegreich. Zum Glück gibt's ja da nicht die Fässer wie bei Baldur's Gate, Dark Alliance. Wobei, ich habe den relativ schnell rausgefunden, von wegen die kleinen Fässer sind diejenigen, die es der Sprengfallen verwenden kannst. So, was gibt's hier? Natternsteine. Amethyst, schwarze Perle. Zeremonenschwert. Sack ein, Haberkuck, Sack ein, Wikinger-Axt. Skadachs-Rüstung. Neue Waffe, Granitflegel, das schau her. Also Morgenstern eigentlich. Umhang des Brommi? Das da oben schaut interessant aus. Sieht man, das ist. Gibt es viele interessante Sachen. So, also ein Umhang und eine Waffe haben wir gefunden. Wow, falsch Knopf. Ausrüstung. Granitflegel.
Ja, wir brauchen jetzt erst die Fertigkeit, sonst hilft uns nichts. Artefakt, was hätten Schwere wir? Handschuhe Nein. aus Dachsfell, da. Die dem Träger ein wenig von der Stärke und dem Temperament des Tieres verleihen. Das ist dann der König der Troll, der alte Leider riechen Krone. Sie auch wie ein toter Dachs. Dieser Umhang gehörte früher dem selbsternannten König der Troll, Bruni. Bruni ist zweifelsohne auf der Suche nach demjenigen, der ihm den Umhang gestohlen hat. Hoffen wir, dass er den Barden in einem der späteren Kapitel erwischen wird. Was? Der hat mich nicht lieb, dieser Erzähler. Der alte Fetzen kann doch jeden gehört haben. So, dann haben wir die Waffenkammer geplündert, das ist sehr gut. Wehe, die sind jetzt wieder alle da. Passt. So, eigentlich, die haben wir jetzt alle befreit. Wir hatten selbst mal einen Barden, bevor die Wikinger ihn als Zielscheibe benutzt haben. Hier, sein Instrument wird er wohl nicht mehr brauchen. Sehr gut. Das ist schön. Jetzt können wir drei Figuren, oder? Ja! Drei magische Figuren können Ihr wir jetzt Ihr seid es nicht wahr? Ihr seid der nichtsnutzige Schwindler, von dem meine Mama mir erzählt hat. Keiner ist immer, wie er sein sollte. Sei klug. Lerne jemanden erst einmal kennen und dann entscheide selber, was er für ein Mensch ist. Was ihr nicht sagt, Schwindler! Ich muss nicht immer schnippisch sein, halt eben. Also, schaut, dass ich auch... Ihr könnt von Glück reden, dass wir euch nicht einfach aufknüpfen. Hey, hallo. So, eigentlich mit dem Typ... Dorfälteste. Manche sind selbst während einer Flut noch für den Regen dankbar. Hab Dank, dass ihr das Rechte tut und uns aus dem Unglück rettet, das ihr angerichtet habt. Bekäme ich jedes Mal ein Silberstück, wenn jemand mir für etwas dankt, an das ich mich nicht erinnere. Ich wäre ein reicher Mann. Könnt ihr euch vorstellen, dass irgendein Idiot... Nein, können wir nicht. Gut, dann haben wir das. Pass auf, dann hole ich mal jetzt sicherheitshalber noch die Rennen. Gebt mir ein Ziel! Also theoretisch drinnen müssten wir eigentlich noch mit den Maxeln kämpfen und in der Taverne. Weil in der Taverne und halt eben im Hauptquartier müssten noch welche sein. Nee, die sind mitgekommen. Sehr gut, dann können wir plündern! Ah, shit, die Gaunerin ist es! Ja, ist auch cool, aber die habe ich nicht gesucht. Lebenssauger, auch geiles Viech. Nein, ich brauche den Kundschafter. Wo ist mein Kundschafter? Dürr. Mächtiger Thron. Das ist größer als wir. Ah, okay, der Halunke ist abgehauen. Dann war es eh gut, dass wir fast alles von ihm gekauft haben. Die Axt haben wir nicht. Ja, ist ja wurscht. Es ist nicht der letzte Händler. Ich weiß mindestens noch einen. Mindestens noch ein Händler ist mir noch bekannt. So, das war das. Dann gehen wir jetzt noch in die Schenke. Und dann müssten wir die Stadt eigentlich fertig haben. Entschuldigung, ich weiß auch nicht. Ich bin es nicht, aber ich glaube daran, dass ich verschnupft bin. Tür scheint verschlossen. Okay. Naja, Finstern haben... Nein, Finstern haben wir jetzt fertig eigentlich, oder? Abenteuerlog. Ja, Fassmacher ist noch immer und die Hauptaufgabe, holt die magische Glocke. Ne? Dann machen wir das jetzt als nächstes. Wir holen die magische Glocke. Tschüss, Finstern, tschüss. Es gibt hier nichts mehr zu holen. Ja, da können wir jetzt durchrennen. Ja, okay. Was ja auch irgendwie unnötig ist, ne? Ich meine, du hast jetzt keine Feinde mehr. Was ich jetzt gerade eh gut finde, weil ich kenne das Areal jetzt schon sehr gut. Ich weiß nicht, wie oft, ich glaube 10 Mal oder was, bin ich da hin und her gerannt für das ganze Leveln, was ich da gemacht habe. Zack.
So, wir haben eine Sache, die wir irgendwann einmal angeblich verbockt haben, haben wir jetzt wieder ins Grad gebogen quasi oder ins rechte Licht gerückt. Und jetzt da werden wir gleich wieder etwas hinmachen oder ins Unheil stürzen, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen. Aber es gehört nochmal zur Geschichte. Passt schon, Ramses, passt schon. Später. Ach Gott. Die Wölfe habe ich ja voll vergessen. Alter, wisch mal auch was oder fetzt man da und gegen deine Barriere? Ja, wir fetzen da und gegen eine Barriere. Jetzt nicht einfach so liegen lassen, so da kommt hier. So, das. Jetzt speichern wir noch mal kurz, wenn wir gerade da sind. Da haben wir noch was liegen gehabt. Da ist noch was. Dass wir kurz das Feld freiräumen. So, aber jetzt. Ah. Der bleibt nur in diesem Areal. Ich würde den Gaul gern woanders zusammenschlagen, aber nein, es muss in diesem Areal passieren. Ich sehe, du kannst mit Tieren ebenso gut umgehen wie mit Menschen. Er hat angefangen. Ich habe genügend Hufabdrücke als Beweis. Soll ich dir helfen, dein Pferd zu begraben? Shh, nenn es bloß nicht mein Pferd. Ich habe dieses Pferd noch nie gesehen. Wenn die Stadtältesten sehen, dass du hier das Blut meines Pferdes vergossen hast, steinigen sie uns. Hier fanden mal Hinrichtungen und Blutopfer statt, früher, als wir sowas noch gemacht haben. Ich habe nicht vor, hier zu sein, wenn sie damit wieder anfangen. Na großartig, das fehlt mir gerade noch. Ein wütender Mob auf den Fersen. Du willst es doch nicht einfach hier liegen lassen, oder? Ich komme wieder, wenn es dunkel ist, damit mich niemand sieht. Los, weg hier. Und so eilte der Barde, die Glocke in der Hand und die Schuhe voller Pferdemist, zurück zum Tempel, um seine neue Liebste zu treffen. Sie ist nicht meine Liebste. So, jetzt können wir uns die Dame mal aus der Nähe anschauen. Ich sehe, ihr seid wieder da. Ich sehe, ihr habt gute Augen. Habt ihr uns die Glocke mitgebracht? Es war eine ziemliche Drecksarbeit. Aber hier ist sie. Hübsches kleines Pferdeglöckchen habt ihr da.
Aber wo ist die Glocke, die wir brauchen? Was redet ihr da? Die Glocke, die wir brauchen, ist blau mit einer kleinen Kuh drauf. Na, das hättet ihr mir ruhig vorher sagen können. Nee, sie verarschen ihn. Vergebt ihnen, mein Freund. Sie sind ja solche Schlingel. Ja, entzücken. Sie werden mir fehlen, wenn sie tot sind. Ich bin sicher, ein Plausch mit der Prinzessin wird euer Mütchen kühlen. Wir werden sie jetzt herbeibeschwören. Dann betet, dass es diesmal funktioniert. Mördermäßiger Liedtext. Ich hatte gehofft, dass ihr kommt, mein tapferer Retter. Immer langsam voran. Was springt denn überhaupt raus für mich? Ihr kommt schnell zur Sache, gefällt mir. Was ihr bekommt, wenn ihr mich befreit? Nun, mich, Reichtümer, die eure wildesten Träume übertreffen, mein Königreich und mich. Ihr habt zweimal mich gesagt. Etwas so Schönes kann man gar nicht oft genug erwähnen. Gutes Argument. Also, was ist? Bekomme ich jetzt Anweisungen von euch oder stehen wir hier noch eine Weile rum und himmeln uns an? Immer langsam voran. Touché. Es gibt da etwas, das ihr brauchen werdet, damit ihr mich befreien könnt. Das wird ja immer besser. Und was werde ich brauchen, außer einer Untersuchung meines Geisteszustands? In dem Wald, der den Highland Park umgibt, lebt ein Trow, der eine magische Laute besitzt. Die werdet ihr für meine Rettung brauchen. Die Trow sind hartnäckige, böse Burschen, aber ihr könnt sie sicher überlisten. Habt ihr das Instrument an euch gebracht, dann kehrt hierher zurück, damit ich euch weitere Anweisungen geben kann. Eine Schnitzeljagd, wie immer. Was denn noch? Ein paar Drachen töten vielleicht? Oder den Mond vom Himmel holen? Hört mal, wir können das Ganze auch abblasen. Wäre ich so scharf auf eine Balgerei mit einem Trow, dann hätte ich die Bauerstochter geheiratet. Mir könnt ihr nichts vormachen, Barde. Ich kann eure Gedanken lesen. Ich möchte, dass ihr diese Bilder in eurem Kopf genau betrachtet. Denkt daran, dass ihr das dreimal täglich haben könntet. Und dann überlegt noch einmal, ob ihr mir nicht doch helfen wollt. Ich warte! Also wo genau liegt dieser Park? Meine ergebenen Diener weisen euch den Weg. Viel Glück, mein Freund! Und kehrt hierher zurück, sobald ihr die Laute habt. Was waren das denn für Bilder in eurem Kopf? Geht euch gar nichts an. So, also die führen uns dorthin. Ja. Verborgene Klippe. Wartet, lasst mich raten. Ihr habt keinen Schlüssel zu diesem Tor und ich muss einen Magier auf irgendeinem hohen Berg besiegen, um einen zu besorgen. Meine Güte, wo nehmt ihr solche Ideen her? Hier ist der Schlüssel doch. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Jetzt muss ich die freudige Stimmung leider stören, indem ich frage, warum dieses Tor überhaupt verschlossen ist. Dies war einmal ein wunderschöner Park, in dem die Stadtbewohner sich vergnügten und Festgelage hielten. Dann machten sich die Kunal Trow darin breit. Und so halten wir ihn zur Sicherheit verschlossen. Ja, diese Kunal Trow können einem das Picknick schon vermasseln. Bevor ich mich nun in tödliche Gefahr begebe, muss ich euch noch fragen, warum fehlen euch so viele Gliedmaßen? Ja. Ach, jeder von uns hat irgendwann einmal versucht, die Prinzessin zu retten. Dabei mussten wir den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen. Aber ich bin sicher, dass es euch viel besser ergehen wird. Vor ein paar Tagen haben wir einen unserer Brüder hineingeschickt. Haltet nach ihm Ausschau, er wird euch helfen können. Wenn er denn noch am Leben ist. Das ist wirklich sehr beruhigend. Viel Glück! Ich werd's brauchen.
Highland Park. Der Barde beugte sich bereits den Wünschen seiner Anverlobten und machte sich auf den Weg in den Trow-verseuchten Highland Park. Gott, pass auf, wir speicheln mal. Ja. Ja, doch, da können wir auf jeden Fall mal reinschauen. So, immer ausschalten, immer alles erkunden. Gut, ich nehme mal an, da kommen wir wieder raus. Da ist genau gar nichts. Keine Truhe, kein gar nichts. Ja, ja, ich sehe den. Bevor ihr etwas sagt, ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Wenn ihr mir keinen Ärger macht, mache ich euch auch keinen. Was wollt ihr hier? Ich brauche nur ein magisches Instrument von einem Trow in diesem Park. Dann verschwinde ich wieder. Seid ihr derjenige? Nein, ich nicht, aber ich weiß, wer es ist. Ihr würdet gut daran tun, wieder umzukehren, denn er ist nicht besonders umgänglich. Ich muss wenigstens einen Versuch unternehmen. Vielleicht können wir ja zu einer Einigung kommen. Würdet ihr mich zu ihm bringen? Nicht nötig, Fremder. Fnarf wird jeden Augenblick hier sein. Fnarf? Eure Wege haben sich bereits gekreuzt? Ja, und nicht nur die Wege. Es heißt, dass Fnarf nie ein Gesicht vergisst. Oder eine Feindschaft. Damit täte er keinem von uns einen Gefallen. Behandelt ihn mit Respekt, dann wird er euch vielleicht nicht sofort aufschlitzen. Das beruhigt mich ungemein. Ja, da kommt er ja schon, ne? Na, wenn das nicht der schurkige Schreihals ist, den ich schon gesucht habe. Gerade wollte ich etwas ganz Ähnliches sagen, allerdings weniger verschnörkelt. Meister, dieser Reisende kommt wegen eines magischen Instruments. So, ihr seid hinter meinem einzigartigen Eigentum her. Gut, ihr könnt es haben, aber nur über meinen kalten Kadaver. Schade, dass ihr so langsam begreift. Ich erteile Lektionen nicht gerne zweimal. Ihr werdet feststellen, dass ihr es mit einem schlaueren Schüler zu tun habt. Nur durch einen zynischen Zufall konntet ihr mich letztes Mal auf dem falschen Fuß erwischen. Diesmal bin ich vielfältiger vorbereitet. Ihr wirkt tatsächlich besser vorbereitet, aber ein oder zwei Dinge kann ich euch mühelos noch beibringen. Dann lasst das erzieherische Erlebnis beginnen! Nur du und ich und meine Wachen! Ah, fuck. Die Dame haben sie mal weggeschnitzelt. Melde mich zum Dienst. Schätze ich an, es stirbt da einer mehrfach. So, immer wieder kurz. Oh, hallo. Oh, gut, dass ihr hier seid. Ich bin geschickt worden, um euch zu unterstützen. Ich weiß, dass ihr hinter Fnarf her seid und ich würde euch gerne helfen, ihn zu finden. Aber ich habe Angst vor diesem dreckigen kleinen Trow. Wenn ihr mich beschützt, helfe ich euch, an ihnen vorbeizukommen. Nichts für ungut, aber wie genau wollt ihr mir helfen, solange ihr euch hinter diesem Baum versteckt? Ich kann euch helfen, zu Fnarfs Versteck zu gelangen.
Ich habe viel Zeit in diesem Wald verbracht und kenne mich gut aus. Nach dem heutigen Tag kann ich jede Hilfe gebrauchen. Also kommt, lasst uns gehen. Sind sie schon wieder da? Vorsicht! Dort! Trow! Gut, dann will ich euch mal helfen. Vorsicht, das ist... Wieder Kundschafter. Das muss ich getan haben. Eigentlich hat es mir irgendwie Spaß gemacht. Und dann heißt es, ich sei exzentrisch. Okay, war da drin nicht irgendwas? Nagel. Okay. Ach Gott, da müssen wir die Treppen mehr rauf machen. Okay. Oh, das hat bestimmt wehgetan. Vorsicht! Dort! Trow! Gut, dann geht es also wieder los. Okay, also wenn wir nah genug dran sind, haben wir 2 Minuten Zeit, die Viecher halt eben zusammenzufetzen. Weil sonst, ja, weiß nicht, kriegt er einen Schlaganfall oder keine Ahnung. Vorsicht! Dann geht es also wieder los! Trow! Ja, du nur. Bilde ich mir das Sie ein, werden oder uns riecht alle es töten. Hier nach Schinkenspeck? So tut doch... Yeeha! Ich werde nie müde, dabei zuzusehen. So. Erst dann bis hier sind wir gekommen. Da können wir jetzt wahrscheinlich speichern da oben. Was wir auch machen werden. Nein, doch. Was wäre ich? Nein, doch. Oh. So, da war nicht mal was. Okay. Bin ich gut oder was? Keine Kisten, nichts. Okay, ich glaube, das war auf Auto eben. Ja, aber die verlieren überhaupt nichts. Ja, toll, Hauer, geil. Wo ist eigentlich unser... Achso, der ist eh da. Denk mal die ganze... Ein Lied! Oh nein, ich hätte ihn nie zurücklassen dürfen. Ihn zurücklassen? Wovon redet ihr? Ich habe ihn ein bisschen durch den Wald geführt, aber als die Trow uns angriffen, habe ich ihn, ein bisschen zurückgelassen. Er war nicht zufällig hinter der gleichen Sache her wie ich, oder? Doch, in der Tat, das war er. Aber er war nicht wie ihr, er war besonders. Er meinte, er wäre der eine, der Halt! Beendet diesen Satz nicht. Aber... Wenn ihr den Erwählten noch einmal erwähnt, verfüttere ich euch portionsweise an die Trow.
Lasst uns nachsehen, ob er etwas Nützliches dabei hat. Und so durchsuchte unser Erwählter einen früheren Erwählten nach ausgewählten Gegenständen. Ihr solltet weise wählen, Erwählter. Was haben wir? Oh, it's bad luck to be you. A chosen one of many, is it true? When you think you're full of luck, in the bollocks you get struck. Oh, it's bad luck to be you. This minion seems to like to run and hide. I wouldn't be too sure he's on your side. If he leaves at every chance, you should kick him in the pants. His strong point doesn't seem to be a guide. Oh, it's bad luck to be you. The prophecy is never coming true. In the pickle you'll be stuck. Like a chicken you will cluck. Oh, it's bad luck to be you. Have you noticed that while traveling on this path, the bodies you've encountered felt the wrath? Kunal Thrower, very scary. And a few a bit too hairy. And their armpits stink so bad they need a bath. Be you! Oh, it's bad luck to be you. Think for just a second, it's not true. When your life is run amok, you will see that you're the schmuck. Oh, it's bad luck to be, really bad luck to be. Nobody could disagree, it's a freaking guarantee. It's bad luck to be you, diddle-dee-doo. Allein durch das Liedchen haben wir Erfahrung. Ah, okay, einen Bogen hat er gehabt. Einen Spannungsbogen. So, wir speichern noch einmal, dass wir das gesehen haben. Das müssen sie gesehen haben. Sie haben es gesehen, also weiter geht's. Nein, Ramses, da will man... Achso. Muss das Auto eben wieder aktiv sein? Genau. Vorsicht! Stopp! Troll! So, die haben wir ja schon. Ah, ups. Jetzt wäre ich fast selbst dagegen gerannt. Bin schon so euphorisch. Sie werden uns alle töten! Nein. Steht gut, nicht dann ins geht Skript es also wieder so. Los. Auto-Aim, das ist gut. Vorsicht, ihr solltet das wirklich don't! Mal versuchen. Troll! Schockierend. Sie werden uns alle töten! So, tut doch was, Barde! Wir werden sonst... Gut, dann geht es also wieder los. Er kommt gar nicht mit. Mit seinem Angsthaben. Da ist eine Truhe. Hör auf. Die Killerrate. Ah, siehst du, apropos. Entschuldigung. Wir wollen mal kurz reinschauen in die Lieder. Wir haben ein bisschen was bekommen. Das Ding? Nie zuvor hatte es eine Kreatur wie den Lebenssauger gegeben. Er ernährte sich von der Lebenskraft seiner Feinde und heilte dabei sogar noch seine Gefährten. Komm, ich kann mich mal daran erinnern. Wow, 220? Willst mich verarschen? Schaden 14 bis 3. Oh, hallo. Die Gaunerin war eine gefährliche Verführerin und Meuchelmörderin. Sie lockte ihre Gegner zu sich, verschwand dann blitzartig und hinterließ nur Schmerzen und Tod. Der Barde hingegen
hinterließ überall Schmerzen und Tod, ohne sich sonderlich Mühe geben zu müssen. Okay, hier ist ja nicht so gemein zu mir. Bestimmt hat aber auch nicht wenig schon. Die Aufgabe des Leibwächters war es, seine Schützlinge vor... Okay, warte mal kurz, da müssen wir eine kurze Änderung machen. Pass auf. Ich glaube, ich werde sie auch mal kurz absetzen. So, da ist nicht. Die Killerratte müssen wir uns auch noch anschauen, was die kann. Ich bin bereit. Okay, für was denn? Vielleicht sollte man mit der ausgehen, hm? Wobei gut, das ist so schwarze Witwen-Geschichten von wegen, ja, hat man leibende Nacht, aber das war's dann. Lieder. Killerratte. Eine gemeine und aggressive Kreatur. Die Ratte war zwar nicht sehr kampfstark, aber mit Sicherheit handelte es sich bei ihr um den bösartigsten Nager, den die Welt je gesehen hatte. In dieser Hinsicht war sie selbst dem Barden überlegen. Wow. Wenn auch nur knapp. Die ist ja wirklich arg. Die macht urviel Schaden, aber hat keine Lebensenergie. Das ist geil. Ja, wer weiß, vielleicht holen wir uns später mal die Ratte als Backup. Cooles Viech. An das konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Die hört dauernd die Hintergrundgeräusche, als wenn irgendein Pulsschlag oder beziehungsweise irgendein Herzschlag. Blöde Baumwerfer. Da noch irgendwas finden. Ja! Immer schön alles absuchen. Da ist noch was. Nicht schnell genug. Und jede Menge Natternsteine. Später werden wir sehr viele von den Natternsteinen brauchen. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Gürtel oder Ebergürtel? Bin ich gut oder was? Yep. Okay, warte kurz, aber ich möchte noch mal schauen, ob wir jetzt da überall waren. Die rennen ja eh nicht weg, es ist eh wurscht. Und was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass da so viel Wasser ist. Das müsste normalerweise bedeuten, dass da irgendwas drinnen ist. In der Mitte? Irgendwas? Nee? Na gut, dann haben wir eine Runde gebadet. Thank you.
nochmal speicheln. Und ich möchte es jetzt noch fertig machen, weil wir sind... Ah, shit, wir sind auf jeden Fall über einer Stunde. Ich sehe es gerade wieder mal nicht. Vorsicht, gut, dann geht es also wieder los. Trow! Ich glaube, das wird eine überlange Folge. Sie werden uns alle töten! Und wieder bin ich siegreich. So tut doch was, Barde! Wir werden sonst sterben! Gut, dann geht es also wieder los. Gut, dann geht es also wieder los. Trow! Und wieder bin Sie ich Sie werden uns alle töten! Gut, dann geht es also wieder los. Ich an der Reihe oder ihr? Trow! Sie werden uns alle töten! Nee, die kommen nur wegen dir. Uns lassen sie in Ruhe. So tut doch was, Barde! Wir werden sonst sterben! Die Sequenz nervt schon langsam, aber sicher, muss ich zugeben. So begegnen wir uns also wieder, todesmutig trallernder Tölpel. Können wir die Alliterationen überspringen und gleich zum Kampf kommen? Der flieht. Wie ihr wünscht, mein frevelhaft föppischer Feind. Es wird mir eine wahre Freude sein, euch zu töten. Ups, ich glaube, ich habe. Unser beispielhaft beherzter, wenn auch ein bisschen blasierter Barde machte sich auf den Rückweg zur prall proportionierten Prinzessin Kaylee. Ich habe wirklich genug von diesen abscheulichen alliterativen Ankündigungen. Jetzt mache ich das ja auch schon. Ist das sonst nichts geben? Da steckt ihr also. Ich hatte mich schon gefragt, wo ihr euch verkrochen habt. Ihr habt es geschafft! Ihr seid weitergekommen als jeder andere Erwe... Das hatten wir doch schon. Ihr seid ziemlich empfindlich, wisst ihr das? Woran das wohl liegen mag? Dabei habe ich doch so wunderbare Gefährten. Kein Grund, gleich bösartig zu werden. Hier, ich habe etwas, das wird euch bestimmt aufmuntern. Ein neues Lied, ein richtig gutes sogar. Warum schaut ihr mich so eigenartig an? Ihr hattet das Lied die ganze Zeit? Ja. Und ich vermute, dass man mit ihm irgendeine Art Krieger herbeirufen kann, oder? Nun, ja. Warum habt ihr mir das Lied dann um alles in der Welt nicht schon früher gegeben? Bitte tut mir nicht weh! Hier, nehmt es! Das ist der Ritter, oder? Ah, der Söldner. Ja, och, geil, geil, aber ich brauch den Kundschafter. Ich brauch den Kundschafter unbedingt, dass ich in die eine Ruine gehen kann. Ohne Kundschafter komme ich nicht weit. Ah.
Der Söldner. Ein typischer Vertreter seiner Art. Ungehobelt, unhöflich und äußerst nützlich im Kampf. Und wieder einmal drängte sich ein Vergleich mit dem Barden auf. Was ist denn? Was ist los, Ramses? Guter Junge. Danke. So, dann machen wir das noch, aber dann soll es gewesen sein für die Folge. Oder? Ja, machen wir das noch gar nicht. Sehr wurscht. Wir sind schon auf über, also eine Stunde 15 fast. Ein bisschen was muss ich noch abziehen, aber eine Stunde 10. Ich hatte mich schon gefragt, ob ihr die Trow überlebt habt. Ihr solltet euch lieber fragen, ob die mich überlebt haben. Ihr habt die Laute? Und jetzt bin ich bereit, meine Belohnung zu kassieren. Schön. Rufen wir also die Prinzessin. Eins, zwei, drei. Besetzzeichen, so wie es ausschaut. Mit dieser Show könntet ihr wirklich auf Tournee gehen. Ah, da ist sie. Schlaues Mädchen. Hätte ich auch nur den geringsten Zweifel gehegt, dass ihr der Mann seid, der meine Träume erfüllen kann, er wäre jetzt zerstreut. Erfüllt zunächst mal meine Taschen, dann unterhalten wir uns über eure Träume. Wie ihr wünscht, mein großer Krieger. Ich sagte doch, schlaues Mädchen. Bald werden wir zusammen sein und dann werde ich euch meine Dankbarkeit erweisen. Doch zunächst geht zu dem alten Turm östlich von Kirkwall. Darauf bin ich doch schon mal reingefallen. Ein Turm oder der Turm? Meine Häscher sind gerissene Burschen. Drei Türme sind es, die mein Schicksal besiegeln. Wozu wohl brauche ich sonst einen Mann von eurer Stärke und eurem Scharfsinn? Wir werden bald zusammen sein, das verspreche ich euch. Na gut. Geht zum Eingang des Turms. Um hineinzukommen, müsst ihr ein Lied auf der Laute spielen, die ich euch besorgen ließ. Welches Lied das ist, spielt keine Rolle. Danach werdet ihr vielleicht auf etwas Widerstand stoßen. Mit Sicherheit auf mehr als etwas. Wenn ihr ganz oben ankommt, müsst ihr den Wächter des Turms besiegen. Die Wächter nähren die Flammen jedes Turms mit ihrer Lebensessenz. Ist der Wächter besiegt, ist seine Kraft erloschen. Wenn der Wächter geschlagen ist, werde ich euch auf dem Turm aufsuchen können, um euch weitere Anweisungen zu erteilen. Ich hoffe doch, dass ihr euch bald erkenntlich zeigt. Euer Kredit ist jetzt schon mehr als überzogen. Glaubt mir, wenn ich erst tun kann, wonach mir der Sinn steht, werdet ihr mehr als zufriedengestellt sein. Na toll. Wenn ihr nur wüsstet, wie gern ich es euch beweisen würde. Auf bald, mein Geliebter. Gut. Dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich gehe jetzt noch raus. Da können wir eh speicheln. Ne? Genau, dann werde ich hier speicheln. Und in der nächsten Folge soll es dann weitergehen mit dem Barden. Und seiner Quest, die tapfere Prinzessin zu befreien. Oder den Drachen befreien und die Prinzessin zu erschlagen. Nur es gibt hier keinen Drachen, deswegen können wir nur die Prinzessin befreien. Ja, das soll es gewesen sein mit Teil 7 von... Schauen wir mal The Bard's Tale für die originale Microsoft Xbox. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder mal mir zuzuschauen bei dem Ganzen. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Papa.